Und damit willkommen zurück hier bei Civilization Brave New World. So, muss hier gerade mal etwas Platz schaffen. Ich war nämlich etwas faul bei der Vorbereitung. So. Ich brauche diese Stadt einmal, denn diese Stadt bekommt einen neuen Namen. Soll ich jetzt mal nicht die F12-Taste drücken? Das wäre vorteilhaft. Esso. Okay, mal Esso. Warum nicht? Esso. Und dann hätten wir noch Berlin. Berlin würde ich Berlin sogar lassen. Ja. Nottingham ist, wollte gerade sagen, Nottingham ist doch nicht meine Stadt. Die habe ich ja nur geschenkt bekommen. So, aber nächste Runde, denn wir wollen uns auf den Weg machen nach Köln. Elisabeth ist noch drinnen. Wie viele Städte hat sie wohl noch, ist die Frage. Wie viele Städte wird sie haben? Wien auf alle Fälle hier oben, Wien hier unten. Ich nehme mal an, dass da wird Wien sein, von der Farbgebung her und wegen den ganzen Leuten. Nottingham verlangt Silber. Ich würde einfach mal sagen, wir. Vivien, amigos. ¿Qué decíais? Willst du. Desde luego que no. Du willst. Eso es inaceptable. Wollen wir mal einen teuren Kuhhandel eingehen? ¿Estáis loco? Also das ist jetzt nur rein Interesse halber. Desde luego que no. Wahnsinn. Wie boniert kann eine einzelne KI sein? Die ist echt stinksauer auf mich. Also es würde mich nicht wundern, wenn die irgendwann ankommt und sagt, Kabu, wir sind im Krieg. Also ganz gut, dass ich da oben mal die Truppen lassen werde. Produktion wählen in Esso. Wir könnten ein machen. Handelsrouten haben wir alle. Stimmt, wenn wir umgestellt so ein bisschen, dass wir mehr Forschung erhalten. Boah, ja, das sieht nicht so toll aus. Fabrik selber dauert mir auch fast schon zu lange, ey. Boom, 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 boom. 32 Runden, das ist ein Haufen Holz, ne? Wir könnten eine Burg machen, wir könnten das Opernhaus. Das war halt, ja, keine Ahnung. Eine öffentliche Schule wäre halt auch geil. Komm, was soll's? Machen wir das doch so. Kann ja nur besser werden in Esso. Die brauchen Bevölkerung, das ist alles. Und dann die Felder ordentlich beackern. Auf was bist du eigentlich in Esso gestellt? Frage. Hm. 21 statt 32. Das ist doch schon mal sehr gut. Okay, ihr hier oben. Geht scouten. Tut mir einfach mal den Gefallen. So, in Lyon. Bereitschaft. Ihr habt was gemacht? Öl habt ihr angebunden. Ah, wir importieren. Ja, macht Modernisierung im Automaten, das ist mir dann egal. Oh, das kann einem nicht gefallen, was Griechenland da macht. Okay, hier haben wir ja den Plan. Genau, hier haben wir den Plan. Einmal darauf. Einmal dahin. Bombardieren. Hier oben werden wir eine Zitadelle aufbauen. Was ist hier oben eigentlich? Ich hoffe, es war nur Stein. Das wäre sonst ein bisschen traurig.
Auf der anderen Seite könnte uns das auch egal sein, ne? Was da oben auf dem Berg ist. Definitiv. Weil wenn ich die Zitadelle dort oben aufbaue, ist natürlich die Geländemodifikation dort weg. Ihr macht gar nichts. Ja, wir lassen den ganzen Rest dort unten stehen. So, in Novgorod. Ein Arsenal. Zufriedenheit ist immer gut. Denke ich. Was haben wir da unten? So, ja, also bleibt natürlich auch Trupp stehen. Haben wir jetzt eigentlich überall. Wir brauchen noch in Monaco, wir brauchen in Berlin. Ja. Wir könnten das so lassen. Definitiv. Ich habe die MG dort oben nur mal reingestellt, um den General zu schützen. Auf der anderen Seite, wir könnten die und die eliminieren. Also einen von beiden werden wir auf alle Fälle eliminieren. Ich wäre fast für den da. Wobei, den General kriege ich dadurch immer noch nicht tot. Aber die beiden Artilleries kommen dorthin, die Artillerie da runterholen und ja, gut ist. Ne? So wäre der Plan. Mal gucken, ob wir da hinten ein bisschen was sehen dürfen. Ihr nicht. Da rein. Immer noch dran denken, dass wir. Nein. Oh, das war. Bad. Okay, die wären weg. So, du baust eine Zitadelle. Ist ganz klar, da haben wir Verteidigungsbonus 100%. Wir brauchen unten Fernkämpfer. Wohin dürft ihr gehen? Wo sind denn eure Grenzen? Ich sehe sie nicht. Da sind sie. Warum habe ich die eben nicht gesehen? Ich weiß es nicht. So, ihr dürft zumindest nochmal aufbauen. Sehr schön. Fernkampfangriff. Ja, rein theoretisch müsste ich gegen die. Allerdings, wir machen da. In der Hoffnung natürlich, dass die Ratte dort oben nicht sofort Heilung bekommt. Das wäre jetzt natürlich weniger schön. Mach Sanitäter, du kommst nach Monaco? Nach Monaco. Was ist mit euch? Ihr seid keine Ahnung. Ihr kommt runter bis nach Nottingham. 4 Runden. Okay. Ihr geht mal dahin. Aufbauen und Feierabend. Feierabend. Wir machen da gar nicht lange rum. Bringt eh nichts. In Petersburg bauen wir nochmal 2 Schützen, 3 Schützen und danach. Meinetwegen das Krankenhaus. Ah, will ich das Krankenhaus haben? Das Krankenhaus ist halt so die Frage. Gut, je mehr Leute wir später frei haben, desto mehr Leute kriegen wir hier noch unter, ne? Wie viel Produktion geht verloren? Wir sind bei 102. Na toll, super. Jetzt haut er mir die Leute da wieder raus. Ja, das ist halt die Frage, die, ob ich nicht gleich überall die Leute wieder selber zuweisen will. Wir lassen es mal so. Weil ein bisschen mehr Geld ist halt nicht verkehrt, ne? Wir sind noch bei einer Nahrung. Okay, passt. Ja, ich glaube, wir werden da schon bald
manuell wieder zutage geht. Ich mache das lieber gerne manuell, weil da kann man das Ganze noch ein bisschen feiner optimieren. Ja, passt. Die sind aber sehr sehr stark angeschlagen, aber es geht eigentlich. Also, dürften sogar die gewesen sein dort. Das ist jetzt die Frage, was sie kriegen. Gut, wenn sie sofort Heilung kriegen, kriegen sie sofort Heilung. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, Double. Rausholen. Wäre das Option? Ich denke schon. Und Wien hat die Stadt falsch positioniert. Ich glaube, da werden wir doch einen Besuch irgendwann mal abstatten müssen, ne? Guck mal darauf, was du da noch Schönes findest. Eigentlich nicht mehr wirklich was Tolles. Dann. Wir machen das so. Schicken die da rein. Ihr halt. Jetzt darf die Artillerie natürlich nichts machen, aber das ist nicht so schlimm. Wir müssen nur die Nahkämpfer da vorne dran dann weghauen. Aber das ist überhaupt kein Thema. Ja, dann haben sie da noch eine Kanone. Das soll mir egal sein. So. Jetzt sind die da schon mal am Ende. Dann ist Köln sozusagen fast ungeschützt. Unser Spion wurde, ach, ja, gegen Spionage, stimmt, da hatten wir ja das Problem, denn wir haben einen deutschen Spion getötet. Oho, oho, oho. Stadtverbindung eingerichtet, Städte wachsen. Deutschland und, die sind im Krieg? Warum nicht? Ist mir egal. Interessiert mich wenig. Ich sehe da gerade etwas, was mir nicht gefällt. Wir brauchen hier unten schleunigst einen Fernkämpfer. Nahkämpfer. Ganz dringend. Also ich darf Köln nicht angreifen. Ich darf Köln wirklich nicht angreifen. Ansonsten sieht es schlecht aus. Ich will nur gucken, dass ich hier innerhalb der Reichweite bin. Hier weiß ich, dass ich innerhalb der Reichweite bin. Ihr geht dahin. Ja, du erkundest weiter die Wiege. Du musst, glaube ich, noch eins nach vorne. Ja, du musst doch eins weiter nach vorne. Okay, dann haben wir drei Artillerien, die da unten reinballern können. Das ist sehr schön. In Berlin. Berlin nehmen wir die Bibliothek, den Zoo, die Monument, den Schrein, Stadtmauern und den Garten. In Orlovsk kriegt es eine Burg. Hier sind wir auf dem Goldfokus. Wiegen 42 Gold die Runde. Wir haben in der Bank, wir haben hier jemanden drin. Stimmt, das gehört Griechenland, das gehört mir ja gar nicht. Hier könnte ich jetzt noch Bezirke wechseln, aber die lassen wir zu Paris. Machen das gerade mal so. Wir sind noch weit im Plus. Die öffentliche Schule. Wir sind noch weiterhin gut im Plus. Die Universität. Ja. Passt soweit ganz gut. Wir kommen da oben schön runter. In Paris machen wir dasselbe. Also einmal so. Die das geht schon mal gar nicht. Wir sind ja auf dem Wissenschaftsfokus. Okay, dann hat sich das ja so oder so hier drin erledigt.
Na, die einzigen Felder, die ich noch holen könnte, wären hier oben die zwei, da noch eins. Aber was ziehe ich ab in der anstelle von, ne? Essau. Ach komm, ich lasse das jetzt einfach mal, die Ding da so. Das passt doch irgendwo. Ja, in ein paar Runden rege ich mich dann wieder auf. Ich weiß. Ey! Jetzt, wo Griechenland weg ist, meint ihr, ihr müsst hier oben Stress schieben, oder was? Da kommen sie ja an. Okay, dann hätten wir das zumindest schon mal. Und die Straße könnten wir bis dahin machen. Das wäre gar nicht schon mal so verkehrt. Die bleiben dort oben. So. Du machst mal weiter. Kannst eigentlich mal da runter. Ich glaube zwar nicht, dass du noch irgendwo eine Küste versteckt ist oder sowas, aber man weiß ja nie. Zwei Runden. Passt perfekt. Zwei Runden werden wir auf alle Fälle brauchen, um Köln wieder zu bomben. Ich denke mal, wenn wir Köln haben, werden wir das vielleicht tatsächlich machen. Ja, rein theoretisch könntet ihr automaten. Und jetzt brauche ich euch. Ihr hört auf mit der Automatisierung. Sondern baut mir in der nächsten Runde die Straße. Tyrus schreit nach Glauben. Das ist ja schön. Okay, ihr kriegt mal Schock. Warum nicht? Und gegen Berittene ein. Schock 3. So, ihr seid für... Ihr seid für, ihr seid für, ihr seid für. Keine Ahnung. Ich schicke euch mal da runter. Das Chaos muss ich ja erst noch lüften, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwo kann da allerdings noch gerade was nicht stimmen, ne? Weil mindestens 2, 3 Artillerien haben nicht gefeuert. Ah, so muss das sein. Schmerz und Leid. So, ihr seid dran. Ihr dürft nur einmal. Oh Mann, ihr müsst befördert werden. Aber echt mal. So. Die dort hinten lassen wir einfach mal noch sein, ne? Nein. Das ist so gefährlich. Was? Ey, sag mal, die haben eine 100%ige Verteidigungschance, sind auf einem Berg und lassen sich von Kanonen niederrufen, obwohl die gerade einmal Schaden gefressen haben? Wollen die mich verarschen? Ach, ich hätte die Zitadelle da aufbauen sollen. Mensch, das ist nervig. Das ist nervig. In Ordnung. Darunter, dass wir da einmal drumrum sehen, was wir denn Schönes ergatten. Hierhin, dass wir die da haben. Machen einfach Köln dicht. Das ist jetzt schon ärgerlich, dass wir so eine gute Artillerie. Manchmal ist das Spiel nicht witzig. Bis dahin. Handelsweg einrichten. Nächstes Gold. Rein theoretisch wäre Athen nicht schlecht. Machen wir. In Paris gönnen wir uns Opernhaus, Fragezeichen. Ja, eine Kultur, warum nicht? Das ist schon echt nerv. Das ist echt nerv da. Meine schöne Artillerie. Glaub's ja gar nicht. Ja, angreifen.
Das sollte heißen, nächste Runde dürften wir fast schon soweit sein, Köln einzunehmen. Was heißt fast? Wir dürften nächste Runde Köln angreifen. So, in Monaco, bitte hinhocken, nichts tun. Was baut ihr da? Eine Schmiede? Es war so klar, das war mir sowas von klar, dass ihr auf die geht. Das war mir sowas von klar, dass ihr auf die geht. Ja, mein Gott, die KI ist nicht blöd, ne? Ist ja in Ordnung. Ideologie. Deutschland hat die Ideologiefreiheit eingeführt. Das bringt euch sehr, 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 sehr viel. Ja, das da. Das ist blöd. Blöd. Ausgerechnet die Artillerie, die zweimal feuern kann. Oh, nicht umsonst habe ich die da oben reingestellt. So, aber... Okay, doch noch eine Runde. Hätte ich nicht gedacht. Das da war blöd. Egal. Naja, wenn wir es dann über... Das sind halt All-Rounder. Mein Gott, ein schweres Wort. In Novgorod bauen wir... ja, das ist so die Frage. Schiffe brauche ich keine anfangen. Die Inritage. Wir brauchen noch 4 Opernhäuser, aber die meisten Städte sind leider... Orleans, Paris, Escom und Berlin. Und Berlin. Das sind ja alles 4 Städte, die ich eigentlich... ne? Ja, das wäre dann vielleicht auch mal zum Überlegen, dass ich da ein Opernhaus baue. Macht Sinn. Wir machen eine Gendarmerie. Ja, wobei das jetzt in Nebenstädten ist immer so die Frage. Ja, machen halt, machen Museum. Wir haben eh in 2 Runden eine neue Technologie fertig und dann können wir nichts Gescheites bauen. Okay. Die bleiben in der Stadt dort oben. Weil ich glaube, das war es dann auch schon. Alexander schmiedet Pläne gegen Elisabeth. Ja, gut, man, von der ist eh nicht mehr allzu viel übrig. Bismarck hat das Zeitalter der Moderne erreicht. Interessant. Wir können schon längst... Nee, wir können noch nicht hier. Also, wir könnten es erforschen. Sag mal, ich bin hier wahrscheinlich wieder abgerutscht. Ja, 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 ja. 1%. Ich sollte vielleicht mal wieder klauen, ne? Ihr macht nichts. Nächste Runde. Köln will ich mir noch schnappen. Ich hätte gekauft, wenn die das jetzt genommen hätten. Ey, wir schließen hier unten perfekt ab. Wenn Griechenland keine offenen Grenzen von uns kriegt, können die nichts machen. Dann gehört uns der Rest der Welt. Ich will da oben gerade mal was gucken. Hier. Ach so, weil da noch Nebel ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, das sah nämlich auf der Karte komisch aus. Diese 2 Punkte. Als wäre da irgendwas Wichtiges. So. Gib mir die Artillerie. Und weiter. Gib mir die Artillerie. Und weiter. Und wir bleiben dort unten und verabschieden uns damit recht herzlich von Deutschland. War schön mit euch. Allerdings. Deutschland ist zerstört worden. Von Russland. Ich weine um die zukünftigen Generationen. Ach, das passt schon. Ich mach das. Ich mach das schon. So, wir stellen eine Marionette. Was gibt es denn in Köln Schönes? Nicht wirklich viel. Ja, ja, keine Weltwunder. Hatte Berlin eigentlich irgendein Weltwunder? Ja. 2 Stück. Deutschland hat es wirklich weit gebracht. Okay. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. London. Wäre natürlich auch mal interessant. Die Frage ist die, wo ist England noch?
wenn wir da unten durchgekommen wären zumindest. Naja, was soll's. Die da drinnen dürfen aktuell nichts machen. Okay, ist ja nicht schlimm. Die Grenzen zu Uppsala. Moment mal, da war doch irgendwo, wenn ich mich nicht täusche. Das war hier oben, das Teil, was ich noch nicht gekriegt habe. Bei Petersburg und Uppsala war da. Das haben wir gekriegt, okay. Einheit benötigt Befehle. Ja, ihr macht nichts. Nichts. Nächste Runde machen wir erst das nächste Mal, wenn wir dann die Elektrizität erforscht haben. Und dann schauen wir mal, ob wir mit Alu mehr Glück haben als eben mit dem anderen Stuff, dem Öl. Okay, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.